tägliche Andacht aus dem Buch Maranatha, der Herr kommt, geschrieben von Ellen G. White. Der Dank der Erlösten und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Matthäus 25, Vers 40. Jede Tat, die wir vollbringen, durch die wir uns dem Volk Gottes gegenüber als Freunde erweisen, wird belohnt, als hätten wir sie ihm getan. Welche Befriedigung wird jeder Erntearbeiter empfinden, wenn die klare, klangvolle Stimme Jesus sagen gehört wird? Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Geh hinein zu deines Herrn, Freude. Der Erlöser wird verherrlicht, weil er nicht vergeblich starb. Voller Freude und Jubel sehen die Mitarbeiter Gottes, was aus ihren Bemühungen um verlorene, sterbende Sünder geworden ist, und sie sind zufrieden. Die Stunden der Angst, die sie aufgewendet haben, die widrigen Umstände, mit denen sie sich auseinandersetzen mussten, der Herzenskummer um Menschen, die sich weigerten, das einzusehen und anzunehmen, was zu ihrem Frieden gedient hätte, all dies ist jetzt vergessen. Sie denken nicht mehr an den Verzicht und die Opfer, die sie zur Unterstützung des Werkes gebracht haben. Wenn sie jetzt die Menschen betrachten, die sie für Jesus zu gewinnen suchten und sie auf ewig gerettet sehen, Denkmäler der Gnade Gottes und der Liebe des Erlösers, steigt zu den Gewölben des Himmels lautes Loben und Danken empor. Wir haben einen Himmel vor uns, und unter seinen Bürgern wird es keinen Streit geben. Wir werden die heilige Familie der Erlösten begrüßen und die Worte Christi hören. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Wir werden unsere goldenen Harfen anschlagen und der Himmel wird von der vollen schönen Musik widerhallen. Wir werden unsere glitzernden Kronen ihm zu Füßen werfen und ihm die Ehre geben, der um unseretwillen überwunden hat. Vielleicht gibt es hier einiges, was wir nicht verstehen. Einige Dinge in der Bibel erscheinen uns vielleicht geheimnisvoll, weil sie unser begrenztes Begriffsvermögen übersteigen. Aber wenn uns unser Erlöser zum Lebenswasser führt, wird er uns alles erklären, was wir vorher nicht richtig verstanden haben. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Maranatha.